Und damit hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen, ja, nennen wir es mal Let's Play. Bevor wir hier anfangen, muss ich ganz kurz sagen oder erklären, warum wir jetzt hier uns eins der wahrscheinlich grafisch am weitesten zurück im befindlichsten Spiele wiederfinden. Das Ganze liegt daran, Need for Speed Underground war mein eigentlich wirklich erstes Game, das ich damals gezockt habe, das ich selbst damals gekauft habe und dann feststellen musste, dass der Computer, den wir damals hatten, dieses Spiel nicht, nicht verarbeiten konnte. Lang ist es her, wenn ich mir mal kurz eben die Zeit nehmen darf und euch die Spezifikationen anpriesen darf, was denn so verlangt wird von diesem Spiel. Wir haben ein Betriebssystem von mindestens Windows 98 2000 ME oder XP, eine Prozessor-Megahertz-Zahl von 700 MHz. Mittlerweile wird MHz als zweite Stelle angegeben, mindestens, also letztens habe ich was gehört, der neue Intel Core i9. Generation oder sowas hat 7,6 GHz geschafft. Das Ganze zwar unter Nitro irgendwas, Nitrogen Oxide, irgendwie sowas. Also von der Kühlung her war es extrem pervers, aber nur mal so im Vergleich, also da hat der fast das, oder über das Zehnfache geschafft. Arbeitsspeicher ist auch ganz cool, es werden 128 MB RAM verlangt. Ich habe 16 bei mir drin, also Gigabyte. 2 GB Festplattenspeicher werden verlangt, ein 8x8 CD-ROM, DVD, Speedlaufwerk, eine Videokarte mit mindestens 32 MB und Direct 3D. Keine Ahnung, in welcher Videokartengeneration das mal verbaut war. DirectX Version 9 wurde benötigt. Multiplayer, One Set of Game, Disk per PC, also pro PC brauchst du halt einmal das Spiel, ist ganz klar. Und im Internet kannst du mit 2 bis 4 Spielern spielen. Und als Input wird angegeben einmal Keyboard und eine Maus. Also, das ist wirklich schon lange her. Aber wie gesagt, das war mein erstes eigenes Game, das ich mir gekauft habe, damals noch im Store, ja, also bei uns im Ort, da gibt es immer noch eine Müller-Filiale und damals, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, habe ich mir das gekauft, da war ich keine Ahnung wie alt, 2004 war das, oder? Ich glaube, das war aber auch schon ein bisschen, 2004, glaube ich, kam es raus, das heißt, damals war ich 9 oder 10 oder sowas, es ist brutal, wenn ich mich daran zurückerinnere, ist es echt cool. Vor allem das Geile war, dieses Spiel, mit dem verbinde ich halt mehr oder weniger dann auch eben den Einstieg in meine Computerspielzeit. Denn das war dann halt so, ja, auf meinem Computer ging es nicht, aber auf dem Computer von meinem besten Kumpel, sprich vom Homo Domodo und vom Daniel, ging das Ding und wir durften dann da immer halt, keine Ahnung, eine Stunde jeden Tag oder sowas und immer halt jeder abwechseln, einmal der, wieder eine halbe Stunde sowas, durften wir dann da spielen und das war schon cool. Und deswegen würde ich sagen, jumpen wir da rein. Das Spiel ist auf Englisch. Ich habe mir da einmal die Underground 1, Underground 2, Need for Speed Most Wanted Edition für, ich glaube, alle drei Games 12 Euro oder sowas gekauft. Allerdings eben alles auf Englisch, aber ich glaube, da kommen wir schon ganz gut durch. Und jetzt haben wir erstmal eine High-End-Cutscene. Von dem her schauen wir uns das erstmal an. So, und da sind wir schon das erste Mal drin und ich habe gleich gar keine Ahnung mehr, wie das Ganze hier funktioniert. Wir spielen hier mit den Pfeiltasten. Leertaste war Nitro, daran kann ich mich gut noch erinnern. Und es hat sich damals auch nicht aufgeladen. Und wir hatten keinen Speedbreaker und ich glaube, wir konnten Schadenspunkte oder sowas erreichen. Das Game ist, wie gesagt, so alt, ich kann mich da an viele Sachen nicht mehr dran erinnern. Außer dass es damals halt mega fun war und für damals war das unglaubliche Grafik. Ich habe auch keine Ahnung, kann man hier noch die Grafik, die Kamera, ja, man mit C kann wir noch hier das Auto ändern. Zumindest die Ansicht, ich wollte lieber hier ein bisschen weiter weg. Wir sind aktuell ganz gut dabei, muss ich sagen. Ich glaube, hier bin ich mal rechts rumgefahren, genau, damit ich dann vorne die Abkürzung über die linke Seite nehmen kann.
Sofern mir der Typ nicht reinfährt. Jawohl, daran kann ich mich so gut erinnern. Diese Abkürzung, die hat es immer richtig gebracht. Vorausgesetzt, es ging dann da geradeaus weiter. Was es in dem Fall nicht tut. Ich bin mir nicht sicher, wo die Handbremse ist und so weiter. Wir wurden jetzt hier mehr oder weniger einfach nur reingeworfen in dieses erste Rennen. Von der Grafik her, ich habe natürlich alles hochgedreht, was irgendwie ging. Sei mal ehrlich, es ist jetzt nicht der Burner. Das Auto glänzt zwar ein bisschen, ja, also irgendwie Shader-Effekt und so weiter ist drin. Ach, du Schande. Aber natürlich ist das Ganze nichts im... Also von der Grafik her ist es natürlich, man muss sagen, das Ding ist 15 Jahre alt. Ja, da kann man, finde ich, nicht mehr allzu viel erwarten. Im Gegenteil, ich bin wirklich überrascht. In der Anfangskatzin habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, das kannst du ja nicht antun. Aber jetzt so beim Spielen, muss ich sagen, es wirkt gar nicht mehr so schlimm. Ja? Also die Autos, klar, die sind nicht qualitativ jetzt irgendwie extrem hochwertig und auch die Häuser. Aber es schaut, für so ein altes Game macht es erstens immer noch mega Fun. Allein jetzt natürlich die ersten paar Runden. Und ja, ich freue mich echt richtig drauf, das Game mal wieder durchzuspielen. Es ist lange, lange her. Oh, das musste jetzt nicht sein. Vielleicht können wir noch irgendwie reinsliden. Jawohl. wir müssen uns dann mal noch irgendwann schon in Grafikoptionen, gibt es auch noch so Einstellungen, wo du dann eben die Leute da einstellen kannst. Ich weiß noch, das ging dann bei dem PC von meinem Kumpel auch nicht. Weil die Grafik dafür nicht gereicht hat, um so Leute einzuskalieren oder einzurendern. Aber jetzt haben wir erstmal hier wieder die Cutscene. Aber auch wenn es nicht mehr viel ist. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, unser erstes Auto zu holen. Und ich weiß gleich gar nicht mehr, was wir uns damals, glaube ich, ich glaube, meiner war immer der Mazda. Genau, das ist eigentlich immer mein erstes Auto gewesen, das ich mir geholt habe. Und damit möchte ich auch dabei bleiben, Leute. Wir haben 10.000 Cash. Wir holen uns den Mazda. Und dann haben wir hier wieder die kleine Cutscene. Mit dieser High-End-Rendering. Schaut euch die Frau an. Aufgeblasen bist und geht nicht mehr. Hey, Loser! Alright, check it. Maybe I can help. Just you and me, one-on-one. It's money in the bank. Let's go! You wanna be the best? You gotta take these boys down. If you lose, you're gone. Got it? Good. Now move it. Come here to find the latest races. The race map will show you where all the action is. So, liebe Leute, jetzt aber nochmal dann zurück zum eigentlichen Sinn des Ganzen. Natürlich, das Ganze ist für mich rein Nostalgie. Es hat jetzt hier irgendwie keine speziellen Funktionen im Sinne von, ja, hier neuen Rekord im Schnelldurchspielen oder was auch immer, sondern einfach nur für mich, dass ich das Game mal wieder spiele. Ich muss dazu sagen, ich habe alles Mögliche probiert, was die Resolution anbetrifft, zu ändern, aber ich bekomme das Ding nicht auf Fullscreen. Ich habe es zwar Fullscreen. Wir können mal hier kurz in sparen einfach mal kurz LP1 und speichern. Achso, LP1. Okay, gehen jetzt einmal ganz kurz hier zurück und schauen uns eben das an. Wir sind hier in den Optionen Display, Configured Graphic Cards. Das ist meine Resolution. Es kommt trotzdem, also es ist schon das Höchste. Aber es ändert sich nicht wirklich was bei euch drüben. Also am Aufnahmemonitor. Ich weiß nicht genau warum. Ich kann es leider, wie gesagt, nicht ändern. Von dem her finde ich es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn wir jetzt an den Seiten ein paar schwarze Balken haben, weil dadurch wirkt vielleicht dann das Game an und für sich noch ein bisschen detaillierter. Ich weiß gar nicht, hat er das jetzt gesperrt? Ja, er hat es jetzt gesperrt, aber es ändert sich nichts dabei. Also ich kann das hier nicht irgendwie... Es ändert sich dabei nichts. Dabei ändert sich schon was, wenn ihr euch jetzt mal das Auto anschaut im Hintergrund. Da ändert sich schon deutlich was. Von dem her ist wenigstens da ein bisschen was gegangen. So, jetzt würde ich erstmal sagen, starten wir rein in das Ganze und legen erstmal richtig los. So, da sind wir wieder. Und gute Nachricht, ich habe sogar herausgefunden, dass es gar nicht so schlimm ist mit den schwarzen Balken, weil ich kann die nämlich dann später beim Videobearbeiten rausschneiden. Und es schaut trotzdem ganz gut aus. Was wir noch ändern müssen, ist den Ton müssen wir doch noch ein bisschen leiser machen. Vor allem den Car-Volumen. Oh,
Ah, ich will fast sagen so. Es ist einfach schwierig, das Ganze mal gut einzustellen, vor allem bei so alten Games, die dir fast keine Möglichkeiten geben. Aber ich würde sagen, einfach mal, wir starten, wir haben die ersten paar Dinger schon drin. Und ich muss sagen, wir starten mit dem Drift. Wir beginnen mit Medium, das ist unser erster Drift-Challenge. Normalerweise war ich da immer ganz gut dabei, aber wir wollen es jetzt am Anfang erstmal nicht übertreiben. Oh, und die Leute sind sogar mit eingerendert, das war das, was ich meinte, von wegen, das hatte damals der PC nicht immer geschafft. Und jetzt halt würde ich sagen, probieren wir es einfach mal. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie wir die Handbremse benutzen. Ich weiß noch ungefähr, worauf man achten musste. Man, glaube ich, wenn man in dem weißen Bereich da drin war, dann gab es mehr Punkte. Und wenn du halt anschlägst, dann würdest du deinen Drift zurückgesetzt bekommen. Aktuell haben wir es ganz gut geschafft, ein paar Punkte hintereinander zu verdienen. Der Kurs ist natürlich jetzt auch nicht der beste fürs Driften, weil es halt immer nur in einem Kreis geht. Aber alles in allem würde ich sagen, schlagen wir uns doch hier nicht schlecht. Wir sind auf jeden Fall gut mit den Punkten dabei, würde ich sagen. Jawohl. So muss das. Ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen, unser erstes Drift-Rennen. Wie gesagt, das war immer was, was mir sehr Spaß gemacht hat. Wir hätten da wahrscheinlich auch auf Hard spielen können. Bei fast mehr als doppelt so vielen Punkten wie da Dirt. Erde. Wieso heißt der Erde? Oh Mann, das ist schon geil. Ja, von dem her, congratulations, you have unlocked the tire level. One renewals und so weiter und so weiter und so weiter. Da muss man mal aufpassen, dass man nicht auf Restart geht, sondern auf Continue. Weil sonst hast du teilweise dann einen Scheiß nochmal vor dir. So, jetzt können wir natürlich Customize Ride. Jetzt bekommen wir erstmal wieder die kleine Cutscene. Hey, what you think? You digging it? Then you gotta win. No racing grad, no cool parts. Wanna look cool and go fast? Here you buy upgrades and turn your car into the baddest ride in the street. Sick. Genau, das Ganze ist von dem Aufbau her eigentlich ziemlich einfach. Du hast im Prinzip optisch und motormäßig was. Und hier kannst du eben deinen Motor upgraden. Aktuell ist noch alles gesperrt. Immer wenn oben rechts so ein Pfeil ist, dann heißt das, hier haben wir wieder was Neues freigeschalten. Und eben, wir haben jetzt was freigeschalten in Vinyl. Und da können wir jetzt zum Beispiel eben dann auf der Seite hier diese Streifen drauf machen. Ihr seht, ich glaube, das kostet nicht mal was, oder? Ich glaube, damals hat das nicht mal was gekostet. Ne. Genau, du kannst auch mehr Vinyls gleichzeitig draufpacken. Zum Beispiel, ich kann jetzt, glaube ich, hier nochmal einen Streifen drüber machen, genau. Und das muss ich sagen, das war schon immer richtig cool an Underground. Das, glaube ich, ging dann teilweise bei anderen Need for Speeds nicht mehr. Von dem her hatte das schon Style. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das jetzt noch optisch auch noch ändern können. Paint. Basic. Okay, hier können wir nur die Grundfarbe ändern. Auch das kostet nichts. Und ich glaube, das andere, das kommt erst später. Vinyl Couture. Ne, scheint nicht zu gehen. Zumindest jetzt noch nicht vielleicht. Okay, so viel dazu. Jetzt würde ich aber sagen, genau, weil da können wir eben aktuell unseren tiefer legen. Und wir haben halt aktuell erst 1000, von dem her lassen wir das erstmal und fahren erstmal noch ein bisschen hier rein. Drag war auch immer was ganz cool war. Das ist aber auch richtig schwer, aber im Endeffekt, das spielst du halt einfach so lange, bis du gewinnst, weil du einfach dich am Anfang immer ein paar Mal abschießt. Du musst ja da richtig schalten und so weiter. Von dem her können wir da ruhig auf hart gehen, weil wie gesagt, da werden wir wahrscheinlich erst mal ein paar Mal brauchen, bis wir da überhaupt durchkommen. Und du musst ja am Anfang immer im richtigen Moment sein und wir sind auf jeden Fall nicht im richtigen Moment gewesen.
Und ich weiß nicht mal mehr, wo abschalten ist. Das ist es nicht. Das wäre abschalten. Seht ihr, muss man erstmal schauen, wo da nach, wo da überhaupt schalten ist. Das heißt, du musst da ein paar Mal neu starten. Und es ist auf jeden Fall besser. Okay, jetzt haben wir zu früh geschalten. Und jetzt haben wir zu spät geschalten. Ich wollte nochmal runterschalten. Wie gesagt, da muss man erst immer wieder ein bisschen reinkommen. Das ist von jedem Spiel zu Spiel unterschiedlich. Und ich glaube, hier war das auch damals noch mit dem, dass man bloß einmal antippen braucht und dann hat er die Spur gewechselt, gell? Wenn ich jetzt quasi dem hier vor die Fresse fahre, dann hat der halt ein bisschen Nachteil. Oder halt dann Windschatten. Ich glaube, genau, es gibt auch Windschatten. Und irgendwann kann es halt sein, dass vor uns auf einmal ein Auto rausfährt und dem müssen wir halt ausweichen. Vor allem je später oder je höher halt dann das Level wird, in dem wir uns befinden, desto schwieriger wird es halt. Anscheinend ist es hier nämlich komplett einfach, dass du einfach nur bis ins Ziel kommen musst. Wie gesagt, später kommt dann auf einmal irgendwie ein Hindernis mitten auf der Straße oder eben ein Auto fährt einfach von der Seite raus. Dieses Mal oder das erste Mal hier scheint noch sehr einfach gewesen zu sein, damit einfach wirklich das jeder auch schafft. Und somit haben wir wieder ein bisschen Kohle bekommen. 625. Und wir können weitergehen zum nächsten Rennen. Race Map. Wir fahren als nächstes einen Sprint. Auch das fahren wir auf hart. Ein Peugeot 206, oder? Ist doch das, um Gottes Willen. Also die Autos, die da mitfahren, Leute, das ist schon echt geil. Auch die Lenkung hier, wenn man sich das so vorstellt. Heutzutage, wenn ein Spiel so rauskommen würde, das ist selbst auf dem Handy mittlerweile besser. Aber wie gesagt, es ist einfach der alten Zeiten willen. Es hat einfach damals unglaublich viel Spaß gemacht. Und deswegen wollte ich das jetzt eben mal wieder installieren, mal wieder spielen. Rippala. Und ja, deswegen sind wir heute hier. Ich möchte das Ganze mit euch natürlich zusammen festhalten. Und da kommt einer von hinten angerauscht, glaube ich. Da wieder schön. Im Prinzip ist das Ganze hier unten durch eigentlich keine schnelle Version. Das Einzige, wenn du halt Verkehr hast, dann kannst du halt da dem Verkehr ausweichen. Und manchmal ist es auch ganz cool, manchmal fährt die KI gegen die Mauer. Also es ist, ich weiß noch immer damals, ja, haben wir uns voll gefreut, wenn sich ein Gegner quasi abgeschossen hat selbst. Und es mal nicht wir waren, die er gegen ein Auto gefahren ist oder gegen die Steinmauer. Das waren echt Zeiten. Oh ja, dieser Tunnel hier. Der war auch gemein. Da gibt es eine Stelle, wo du super gut auf die andere Seite wechseln kannst. Ich glaube hier. Genau. Und dann kannst du hier immer am besten mit dem Speed rauskommen. Hier gleich die Abkürzung wieder nehmen. Ich muss echt sagen, ich weiß schon noch ziemlich viel, auch wenn es... Also ich würde jetzt sagen, fünf Jahre, glaube ich, reicht nicht, wo ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Ne, es ist definitiv länger her. Es ist viel länger her als 5 Jahre, weil ich habe vorher nachgeschaut, es ist schon 6 Jahre her, wo ich mein Need for Speed Most Wanted Let's Play gemacht habe. Und es ist definitiv länger her, wo ich Underground gespielt habe. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass es 10 Jahre her ist, wo ich Underground gespielt habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich gut dran kommt. Also von dem her, ja, es ist echt unglaublich. Hat sich einiges getan in der Zeit. Unglaublich. Ich muss dazu sagen, Underground 2 zum Beispiel habe ich nie gespielt. Ich habe es war zwar dabei, ich habe es mal reingepackt und auch probiert oder gedacht, ich spiele das mal. Aber ich muss sagen, es hat mich von Anfang an nicht so gefesselt. Vielleicht lag es auch daran eben, weil es halt 10 Jahre nachdem es rauskam gespielt habe oder sowas. Vielleicht müsste ich ihm nochmal eine Chance geben, aber es hat mir nicht so gefallen. Wobei viele ja sagen, die damals eben mit dem ganzen Game groß geworden sind, Underground 2 natürlich besser gefunden haben als Underground 1. Wie gesagt, vielleicht müsste ich dem Spiel nochmal eine Chance geben. Für mich war es halt damals einfach klar, also warum soll ich mir Underground 2 kaufen, wenn Underground 1 schon nicht auf meinem PC geklappt hat. Von dem her war das für mich gar nicht cool. Stand das für mich nie zur Debatte. Ja, jetzt haben wir schön die Innenseite genommen von dem. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bis heute, so viele Jahre danach, höre ich immer noch gerne die Musik von diesem Spiel. Ich habe da einige Titel auf iTunes auch bei mir und die laufen hin und wieder mal auf meiner Playlist durch. Und das ist echt ganz cool, wenn du dann halt auch irgendwie im Auto oder so unterwegs bist und dann halt einfach über
Jetzt haben wir dich gleich. Ja, genau. Jetzt fährt er dahin und dann blockiert er uns voll. Blöder Arsch. Zipfe. Ist natürlich schon cool, wenn du dann einfach dann diese Lieder da hörst. Und es gibt halt manche Lieder, die habe ich halt so gut im Kopf und ja, macht dann echt Spaß. Dieses Lied gehört jetzt übrigens nicht dazu, aber von dem her, ja, auf jeden Fall ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt einspielen darf, die Lieder, und ob das jetzt hier alles nicht schon längst im Copyright alles gesperrt wurde. Ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Aber allein das Lied. Das ist halt einfach pures Need for Speed Feeling. Das ist. Ja. Das ist schon geil. Von der Häufigkeit oder wie lange wir die Videos machen, hängt jetzt ganz davon ab, wie gut und wie schön sich das Game jetzt hier aufnehmen lässt, Leute. Ich habe vor, die Folgen eher ein bisschen kürzer zu halten. Wie kurz, muss ich mal sagen, aber ich habe mir eigentlich gedacht, 20 Minuten, so im Schnitt. Länger eigentlich nicht, vielleicht nur 15, vielleicht nur 25. Muss ich mal schauen, wie sich es halt dann immer mit dem jeweiligen Rennen bzw. mit dem jeweiligen Cut halt dann gut ausgeht. Aber es werden definitiv keine 30 Minuten Folgen oder sogar länger werden. Also von dem her, schauen wir mal, wie es läuft.